Die iPad-App TechTool ermöglicht das Visualisieren einer Geschichte in Echtzeit. Das Besondere dabei ist, dass mehrere Schüler gleichzeitig arbeiten können. Während ein Schüler gerade eine Figur animiert, zeichnet ein zweiter bereits eine zweite Figur vor, die dann später ins Bild geschoben wird. Alles, was dafür nötig ist, sind einige iPads, die über einen Router miteinander verbunden sind, und ein Beamer. Es gibt inzwischen eine Reihe von Anbietern, die iPads zu günstigen Preisen verleihen. Eine genaue Beschreibung der Anforderungen und des technischen Aufbaus bietet das TechTool-Entwicklerteam auf seiner Website. Bevor es ans Animieren geht, braucht man jedoch eine Geschichte. Ich habe ein Bild gemalt, da ist ein Alien drauf, mit einer Blume und die Rakete. Da ist ein Roboterangriff. Die greifen den Planeten an und die zerstören da die Häuser und alles. Das heißt, auf dem Planeten gibt es auch Hochhäuser? Ja. Okay. Zwei Aliens gemalt und die wohnen beide in dem Haus und die haben auch komische Sprache, die ich nicht verstanden habe. Und ist das ein Knopf, an dem man drehen kann, oder ist das die Nase? Das ist das Auge. Ah, das ist das Auge. Wir haben ja schon einen Großteil von unserer Geschichte sozusagen fertiggestellt. Und uns fehlen jetzt noch ein paar Details, damit wir unsere Geschichte ganz zu Ende erzählen können. Wenn die Rakete auf dem Planeten landet und die Aliens glauben, die Rakete und nicht wissen, was die Rakete ist, was könnte dann passieren? Sie probieren sie zu essen, das funktioniert nicht, oder? Was könnte dann passieren, Sertan? Wegzutragen. Sie versuchen sie wegzutragen. Die könnten die vielleicht auf den Schrott werfen oder in den Müll werfen oder so. Und das ist dann das Ende der Geschichte? Dann die Aliens, die in der Rakete waren, freuen sich mit den anderen Aliens an. Okay, gut. Gut, also das ist eine Möglichkeit, wie die Geschichte endet. Also die Alien haben dann die Tür aufgemacht und dann haben sie sich erst gewundert, wieso die Tür aufgegangen ist. Und dann sind sie da drin gegangen und haben geguckt, was da erstmal drin ist. Und dann haben die anderen Aliens gesehen und haben gesagt, wer ist das denn nun? Und dann sind die alle rausgegangen und haben sich befreundet. Und haben sich befreundet? Ja. Okay. Das sind jetzt mal zwei Figuren, die ich gezeichnet habe. Ich würde vorschlagen, dass ihr immer zu zweit an einem iPad sitzt. Einer malt und der andere sieht zu, weil es gibt auch beim Zusehen gibt es ganz viel zum Lernen. Also es gibt zwei Flächen. Auf der rechten Seite malt man und auf der linken Seite gibt man ein, welche Farbe man nimmt, wie dick die Farbe aufgetragen wird. Und da kann man auch diese Figuren bewegen auf der Seite. Okay. Jetzt macht mal alle zusammen einfach ein großes Kreuz auf dem Bildschirm. Genau. Wenn ihr auf das Auge drückt und gleichzeitig mit zwei Fingern in das Bild drückt, dann könnt ihr das vergrößern. Ja? Wenn ihr jetzt das Bild so groß vergrößert habt, dann könnt ihr ganz, ganz kleine Dinge da hineinmalen. iPads üben wegen der technischen Komponente und des spielerischen Zugangs eine starke Faszination auf Kinder und Jugendliche aus und binden lange ihre Aufmerksamkeit. Viele sind den Umgang mit Smartphones und Tablets bereits gewohnt und verbinden positive Erfahrungen damit. Durch TechTool lernen sie eine Möglichkeit kennen, Tablet-Computer für produktive und kreativitätsfördernde Tätigkeiten einzusetzen. Während die eine Gruppe die Geschichte visualisiert, kümmert sich die andere um die Vertonung. Als Klangerzeuger steht alles zur Auswahl, was der Musikraum hergibt.
Also mein Vorschlag wäre, dass man wirklich bei diesem Weltraumflug, dass man da mal die ganz, ganz leisen Klänge nimmt. Dann hat man so eine ganz schöne leise Weltraummusik. Und wir könnten dann in der zweiten Stufe, wenn es Richtung Landung geht, dann macht ja die Rakete wieder ihre Triebwerke an, dann wird es ja ein bisschen lauter. Und bei der Landung, wenn die aufsetzt, dann vielleicht die ganz lauten Sachen. Die Außerirdischen laufen auf ihrem Planeten rum und plötzlich entdecken die das UFO. Die Rakete. Hast du eine Idee? Wenn die laufen, das muss der Daniel machen. Wieso? Bevor es an die Aufführung der gemeinsam entwickelten Geschichte geht, sollte genügend Zeit für die Zusammenführung beider Gruppen eingeplant werden. Nun gilt es nicht nur, gemeinsam die Geschichte zu animieren bzw. den eingeübten musikalischen Verlauf wiederzugeben, sondern gleichzeitig auch auf die jeweils andere Gruppe zu hören und zu reagieren. Also die Bildgruppe hat sich super, super Bilder ausgedacht mit dem iPad und wir haben uns total schöne Klänge ausgedacht. Und beides für sich war gestern schon mal total schön. Was wir noch heute ein bisschen besser hinkriegen müssen, ist, dass die beiden Gruppen aufeinander reagieren. Also, dass wir auch ein bisschen darauf achten, was die da vorne malen. Und ihr müsst ein bisschen darauf achten, was die da hinten für Klänge machen, damit das noch besser zusammengehört. Wir würden jetzt gerne mit euch die einzelnen Szenen durchgehen und jede Szene noch einmal proben, damit wir gleich auch genau wissen, was zu tun ist. Und ich würde das jetzt gerne mal festlegen, wer wo einsetzt, damit dieser Aufbau, der so langsam im Bild passiert, auch in der Musik ein bisschen langsamer passiert. Und zwar... Eine Herausforderung bei der Zusammenführung besteht darin, die Dauern der Animation und der musikalischen Gestaltung in den einzelnen Szenen anzugleichen. Vielleicht dauert der zeichnerische Aufbau einer Szene länger, als die Musikgruppe es erwartet hat. Oder eine Szene ist so schnell vorbei, dass die Klänge sich nicht entfalten können. Hier müssen beide Gruppen flexibel aufeinander reagieren und gemeinsam neue Verabredungen treffen, damit am Ende ein gemeinsames Weltraumabenteuer entsteht, in dem Bild und Ton gleichberechtigt zusammenwirken.